Willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft, die Legende von Mount Bitmore. Das ist der hier. Wir haben in der letzten Folge hier ja unter Wasser eine Brücke zu bauen begonnen, die wir dann mit Glas verkleiden werden. Einmal sind wir auch gestorben und jetzt bauen wir die einfach mal weiter und achten dabei stets auf unseren Sauerstoffvorrat, denn das soll uns nicht mehr passieren, dass wir da einfach absaufen, so kläglich. Was habe ich vor für alle, die neu zugeschaltet haben? Haha. Ich möchte hier eine Unterwasserbrücke bauen, die wird dann mit Glas verkleidet und die soll hier rüber zum Festland führen. Ich möchte also quasi einen Unterwassertunnel mit Glasdecke haben, der dann hier rüber führt. Ich mache das hier so als Brücke, denn wenn ich den tiefer gebaut hätte, also hier tief unten, dann wäre er zwar irgendwie jetzt ein bisschen cooler rein von der Tiefe her, denn es ist ja cool, also kühl in der Tiefe des Wassers, nee, aber dann wäre er auch sehr kurz. Aus dem Grund mache ich den hier so als Brücke, dann ist er nämlich länger, es ist auch ein bisschen heller dann und ich denke, ja, ab und zu werden wir auch mal einen Tintenfisch über uns sehen. Wir werden übrigens noch mehr Clay brauchen, denn so viel haben wir jetzt nicht mehr an Ziegelsteinen. Das heißt, da werden wir nochmal eine Clay-Tour einflechten müssen. Da unten wäre noch Clay, der ist mir aber zu tief. Da kriege ich nicht viel davon, ohne dass ich gleich wieder auftauchen muss. Da hinten wäre ein bisschen was, das ist schon ein bisschen besser. Ideal wäre natürlich oberflächennah Clay. Finde es übrigens ein bisschen schade, dass Lehm, also Clay, nur unter Wasser zu finden ist in Minecraft, denn in der Wirklichkeit ist Clay ja oder Ton ja nicht unbedingt im Wasser zu finden, sonst gäbe es ja auch keine Ziegel oder sonst wären die ja wesentlich teurer, wenn man dafür immer tauchen müsste. So, jetzt sind wir aber eh schon fast drüben. Ich grab jetzt mal die zwei Dinge hier weg. Ach nee, ist sie kaputt, die Schaufel, dann werden wir sie ersetzen durch eine neue. Denn jede Schaufel ist ersetzbar. Bilde dir nichts anderes ein, Schaufel. So, und damit haben wir auch keine Ziegel mehr. Mir ist das Wort auf der Zunge gelegen, aber es wollte nicht raus. Unterwasserkohle, cool. Schauen wir mal, ob hier vielleicht ein oberflächennäheres Clay-Vorkommen ist. Ich möchte ja da jetzt ehrlich gesagt nicht so blöd herumtauchen, dann zwei Clays abbauen und dann muss ich schon wieder auftauchen. Da, ja, da hinten ist ja was. Und hier auch. Wir bauen jetzt lustig Clay ab zu dieser schönen Musik. Ich glaube, es ist die Special Stage aus irgendeinem Sonic, aber ganz sicher bin ich mir nicht. Kann auch was ganz anderes sein. Und wir werden schon fast wieder ersoffen. Wir schaufeln zu lustiger Musik. So, das können wir eigentlich auch noch mitnehmen hier. Warum auch nicht? Wie ging das? Die Kuh springt hoch, die Kuh springt weit. Warum auch nicht? Sie hat ja Zeit. Von Edguy. Mann, das waren noch Zeiten. Backen 2002. Ich war dabei. Und mittlerweile höre ich gar kein Metal mehr. Also ganz selten eigentlich nur. Ich frage mich, ob wir mal wieder Fleisch essen sollten. Ja, wir müssen dann ja eh zum Ofen gehen, also zu unseren Öfen, um die Ziegelsteinchen herzustellen. Eigentlich bräuchte man ja noch mehr Clay. Ich weiß gerade nicht, ob da hinten vielleicht noch ein bisschen was ist. Ideal sind natürlich Sümpfe, weil das Wasser dort seichter ist. Da kommt man besser ran an die Clay-Vorkommen. Ich esse mal was. Hier vielleicht.
Da waren wir übrigens mal, da haben wir den Dschungeltempel gefunden, wo ich eigentlich, so habe ich dann später erfahren, irgendwelche Schalter betätigen hätte können, um da eben diesen Fallenmechanismus außer Kraft zu setzen. Das wusste ich aber nicht. Da habe ich halt dann einfach mal mich mit der Spitzhacke in alle Richtungen durchgeschlagen und war dann plötzlich in der Schatzkammer. Das ist Archäologie im Indiana Jones Stil. Hätte nur noch gefehlt, dass wir TNT dabei gehabt hätten, hat man natürlich nicht. Zur Strafe gab es dann aber weder Diamanten noch irgendwas anderes annähernd Wertvolles. Ich glaube, 3 Goldbarren haben wir gekriegt. So, reicht das jetzt? Ich glaube, ich laufe jetzt nochmal zurück hier hinten, nämlich zu unserem Fluss. Ich habe schon kaum mehr Stimme. Ich bin übrigens leicht verkühlt. Ist bei euch übrigens auch schon so richtig, richtig Winter? Also hier hat es 1 Grad, es schneit, es ist eisig kalt, der Wind pfeift. Und naja. So langsam habe ich fast die Nase ein bisschen voll davon. Nach nur wenigen Tagen. Ja, zum Fluss wollten wir eigentlich, da bin ich jetzt falsch gelaufen. Da können wir aber auch eine kleine Abkürzung nehmen, das geht. Da sind wir jetzt über unserem Turm, da wollten wir auch mal eine Brücke rüberbauen. Da sind wir jetzt ja schon im richtigen Stockwerk, die dann hierher führt auf den Berg und da können wir dann eine Höhle reinbauen. Vielleicht entdecken wir ja sogar eine natürliche Höhle. Und ich würde mal vermuten, und ich habe recht mit meiner Vermutung, dass hier Clay ist. Wir sind reich an Clay. Den nehmen wir uns sofort. Sand ist auch ein bisschen hier, sollten wir noch mehr Glas brauchen. Glaube ich aber ehrlich gesagt jetzt gar nicht, dass wir da noch mehr brauchen werden. Finde ich nämlich ein bisschen schöner, das hier an der Oberfläche abzubauen oder nahe an der Oberfläche. Ist nicht so gefährlich. Okay, da ist nichts, da ist aber was. Und da, und da, und da haben wir zu tief gegraben. Und da haben wir den Clay gar nicht genommen. Ich fresse mal ein bisschen Brot und was haben wir denn jetzt? Jetzt haben wir eh schon jede Menge. Schauen wir mal, dass wir da noch vielleicht tatsächlich mal ein paar, also 4 Stacks voll kriegen. Dann hätten wir danach nämlich einen Ziegelstein-Stack. Und es regnet. Aber unter Wasser ist uns das egal, da sind wir eh nass. Ja, also wie gesagt, wie gefragt, ist es bei euch auch schon Winter, so richtig eisig kalt? Würde mich interessieren. Und wie findet ihr den Winter? Also ich finde ja, es gibt ja so Leute, die sagen, ja, sie sind Sommermenschen oder Wintermenschen oder sie haben halt eine Lieblingsjahreszeit. Bei mir ist es ehrlich gesagt so, ich finde den Wechsel ganz nett, aber meistens geht es mir dann nach kurzer Zeit schon wieder auf die Nerven, dass es kalt ist oder im Sommer eben heiß ist. Da hat man eine Hitzeperiode. Ich muss die Aufnahme dann bald mal beenden. Meine Stimme wird schon ein bisschen heiser. Wie gesagt, bin ich ja auch leicht verkühlt. Erkältet. Verkühlt. In Österreich sagt man eher verkühlt. In Deutschland eher erkältet. Im Sommer hat man eine Hitzeperiode hier in Wien. Da hatte es 3 Wochen lang jeden Tag mindestens 30 Grad, oft bis zu knapp 40 und nachts nie unter 25, zeitweise auch nicht mal unter 30. Das war schon heftig. Ach, da wartet er schön auf uns. Ach, der wollte, glaube ich, die Spinne angreifen, die uns da beim Verlassen des Turmes in der letzten Folge, glaube ich, angegriffen hat. Och, du bist ja ein braver Hund. Glitchy ist ein braver Hund. Wie ging das? Carly war ein braves Kind, Carly war ein braves Kind, wie man es heute nur ganz selten findet.
In der Schule war er ein Gehirnathlet. Doch bei seinem ersten Rockkonzert hat ihm das Schicksal einen schweren Schock beschert. Das Ereignis hat den Karli umgepolt, seitdem weiß er, wer Bartl den Most herholt. So war das, das ist ein ERV-Lied. Der Karli und seine Eltern sind natürlich strikt dagegen, dass er eine Rockband gründet in diesem Lied. Und am Ende ist er dann erfolgreich, spielt vor ausverkauften Hallen. Und da sagen die Eltern, ja, wir haben es schon immer gewusst, dass das mal was wird. Und jetzt kaufen sie bitte ein neues Haus und ein neues Auto. So, was sollten wir machen, während der Lehm hier so schön brutzelt und zu Ziegeln wird? Natürlich scharfe Scheren. Was denn sonst? Unsere Schere ist übrigens schon ziemlich abgenutzt. Ist auch klar, diese Schafe, die wir hier haben, sind sogenannte Himalaya-Borstenschafe mit sehr dicken Borsten. Also ist eher schon Filz. Und da nützt sich eine Schere halt auch schon schnell mal ab. Schnipp, schnapp, schnipp und schnipp und schnapp und Schere ab. So, lasst mich bitte mal wieder raus, meine Schäfchen. Der Papst muss kurz aufs Klo. Nee, er muss eine neue Schere holen. Um seine Schäfchen zu scheren. Schnipp und schnapp und schnipp und schnapp. Und schnipp und schnapp und schnipp. Haben wir jetzt alle? Nein, da ist noch ein bisschen Wolle. Ich finde den Ausgang nie, weil die immer so blöd hier rumstehen. Geht aus dem Weg. Lassen Sie uns durch, wir sind Arzt. So, hier. Machen wir auch noch ein bisschen Geschnippel. So langsam geht auch schon wieder die Sonne unter. Das geht viel zu schnell in Minecraft. Immerhin ist die Nacht in Minecraft ja, glaube ich, etwas kürzer als der Tag. In Castle Story ist das übrigens dem Gefühl nach zumindest umgekehrt. Da dauert die Nacht ewig. Deshalb schaltet man dort normalerweise, also jetzt im Prototyp von Castle Story, den Tag-Nacht-Zyklus, den Tag-Nacht-Zyklus ab. Da man sonst doch sehr lange in der Dunkelheit spielt. Fackeln und sowas gibt es dort auch nicht. Stopp, du gehst nicht hier raus. Castle Story ist übrigens sehr vielversprechend. Da habe ich auf meinem Kanal auch Videos dazu. In der Seitenleiste rechts einfach auf die Playlist klicken. Castle Story Prototyp. Seht es euch mal an, da gibt es einiges und wir haben keinen Platz mehr. Wir hatten schon die ganze Zeit keinen Platz mehr. Das ist gar nicht gut. Wir hauen das Zaunstück hier jetzt mal weg. Das brauchen wir nämlich nicht. Ah, Mensch. Wir können nichts mehr aufheben. Naja, hauen wir mal den Sand hier weg. Den brauchen wir ganz sicher auch nicht. Geht das jetzt wieder? Da ist schwarze Wolle. Jawohl, jetzt können wir sie wieder aufheben. Jetzt schauen wir nochmal kurz bei den anderen Gehegen vorbei, ob wir da jetzt auch Wolle nicht aufheben konnten. Ob da noch so ein bisschen Wolle rumschwebt. Nee. Ach, ich bin total verpeilt schon. Ich muss echt mal eine Aufnahmepause machen. Ich nehme seit einer Woche ununterbrochen auf. Nee, ich mache jetzt, glaube ich, schon 5, 6, 7 Folgen hintereinander. Das muss mal Schluss haben. Und ich muss ja auch zwischendurch mal schon deshalb eine Pause machen, um zu sehen, was alles so an Vorschlägen reinkam und die dann bei Gelegenheit umsetzen zu können. So, gebratenes Schweinefleisch, das nimmt uns auch einen Slot im Inventar weg. Jetzt sollten aber die Kekse, hätte ich fast schon gesagt, die Ziegel so langsam dann doch mal fertig werden. Gut, hier sind noch ein paar. Holen wir mal die aus dem Turm, vielleicht sind die hier schon fertig. Klingeling, das Essen ist fertig. Es handelt sich um Ziegelsteine. Hey. Schmeißt er mit Ziegelsteinen um mich? Ja, haben wir doch einige Stacks schon. Das sollte ja fast reichen, um da zumindest
die Brücke, die Unterwasserbrücke, fertig bauen zu können. Wird es reichen? Wird es dunkel? Ich glaube, es wird dunkel, aber laufen wir mal zurück. Hier, da können wir ja auch nachts bauen, denn unter Wasser spawnen ja zum Glück keine Monster. Hallo Sean, genießt du die Aussicht hier, prekär über den Rand der Klippe gehängt? Dann würde ich sagen, machen wir mal weiter und zumindest in dieser Folge sollten wir die Brücke an sich, also die Brücke als solches natürlich, mal fertigstellen können. Das sollte sich ja ausgehen. Ich frage mich übrigens, ob man da vielleicht nicht zur Erde drunter bauen sollten, damit das Ganze ein bisschen stabiler aussieht. Würde man ja in echt, glaube ich, auch so machen, dass man die Enden einer Brücke mit Erde eventuell untermauert, unterbaut. Also Geländeänderungen vornimmt, das meine ich damit. Ja, ja. Ich tauche ja schon auf. Ich tue alles, um nicht nochmal zu ertrinken. So. Da unten müssen wir jetzt also noch was drunter bauen. Sieht lustig aus, wie das Wasser hier so strömt entlang dieser Stellen. So, okay, das hat jetzt gereicht. Dann machen wir hier dann mal weiter. Tauchen wir nochmal kurz auf dafür. Müsste jetzt ja eigentlich ganz gut gehen hier. Schon kaum mehr Stimme, muss ich feststellen. Ich denke, nach dieser Folge werde ich die Aufnahme dann doch mal beenden. Es hat eben doch alles sein Ende, nur das Ende hat zwei. Oder so. Die Sonne ist ja gar nicht untergegangen, das hat nur so ausgesehen. Ja, dann brauchen wir noch weitere Ziegel. Das heißt, wir werden nochmal zurücklaufen müssen. Da haben wir ja noch einiges im Ofen drinnen. Dann müsste es aber reichen, dann haben wir das. Und dann können wir anfangen mit der Erde hier für unseren Gang. Also ich mache das mit der Erdbauweise. Ich werde dort, wo später Luft sein soll, werde ich Erde hinplatzieren. Dann mache ich den Gang zu mit den Glasblöcken. Und dann grabe ich mich einfach wieder durch. So. Was mache ich da? Ich laufe genau dort vorbei, wo ich eigentlich hin muss. Nämlich hier. Jetzt kann ich aber mal gebratenes Schweinefleisch essen. Hat jetzt natürlich Inventory-Slot-mäßig nichts gebracht. Die kokeln immer noch die Öfen. Ich weiß gar nicht, ob der Chunk, in dem dieser Turm hier steht, überhaupt geladen ist, während wir da hinten arbeiten. Möglicherweise ist er zu weit entfernt. Denn ich glaube ja, dass das nur dann funktioniert, wenn man sich, also wenn der Chunk geladen ist. Zumindest meine ich, dass es so wäre. Bin mir jetzt gerade selber nicht sicher. So. Na komm schon. So. Ich laufe immer gegen die Türrahmen. Da kokelt jetzt nichts mehr. Da haben wir ja... Ach so, da haben wir eh schon... Naja, ich habe... Klar, da haben wir natürlich schon alles rausgenommen. Dann warten wir vielleicht hier noch kurz, craften uns noch ein paar Ziegelblöcke, dass wir dann auch wirklich genügend haben. Und nicht wieder in Verlegenheit kommen. So... Crafty.
Da fällt mir jetzt dieses Sprichwort ein, das lockt keinen Hund hinter dem Ofen hervor. Ich weiß es aber nicht, gerade gar nicht, mir fällt gerade nichts ein, wie ich das jetzt auf Glitchy anwenden könnte, der hier oben sitzt. Vielleicht, das lockt keinen Hund vom Ofen herunter oder so. Na kommt schon, seid ein bisschen schneller. Ihr Ziegel, ihr. Lasst mich nicht warten. Ah, okay, da ist es fertig. Da ist es auch erloschen, alles klar. Und hier 3 Ziegelkokeln noch. Na komm schon. So, 2 haben wir noch, dann haben wir 20, das passt. Dann haben wir genau 5 Ziegelblöcke noch dazu. Dann haben wir 33, das müsste dann ja langsam reichen. Ich möchte ja ehrlich gesagt nicht nochmal auf Clay-Expedition gehen. So, und jetzt aber 20 Ziegelsteine. Daraus kann man was machen. Daraus machen wir jetzt einen Ziegelblock. Ziegelstein. Ich fühle mich glücklich im Gebein, denn ich habe einen Ziegelstein. Jetzt legen wir uns schlafen erstmal. Diesmal keine Meldung. Es gibt wieder eine neue Version von Optifine, die 5. innerhalb von 3 Stunden. Bitte installiere sie doch endlich. Sonst crashe ich das Spiel und dein Safe Game ist kaputt. Mach ja übrigens immer Backups, natürlich. Ja, das wär's für diese Folge. Wir haben hier hinten angefangen, unseren Tunnel zu bauen. Unseren Unterwasser-Sightseeing-Tunnel. Mount Bitmore National Aquarium. Und das werden wir in der nächsten Folge natürlich fortsetzen, wenn wir nicht zwischenzeitlich in der Tür stecken bleiben. Bis zur nächsten Folge, die ich gerne schon da drüben beginnen lassen möchte. Und da ist ein Creeper. Ich hoffe, der sieht uns jetzt nicht. Wir schleichen uns einfach mal mit Turbo-Tempo vorbei. Sean, beiß ihn! Fass! Die nächste Folge können wir dann ja eigentlich gleich auch hier beginnen. Der Creeper scheint uns nicht gesehen zu haben oder er hat uns zumindest verloren. In der nächsten Folge, hoffentlich ist hier keiner, werden wir diesen Unterwassergang dann hoffentlich mal vollenden oder zumindest der Vollendung nahe kommen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war jetzt eine lange Aufnahme für mich. Ich mache jetzt einen Aufnahmestopp. Bis zur nächsten Folge wünsche ich euch alles Gute und sag auf Wiedersehen, Servus. Ach, ich habe keine Stimme mehr. Auf Wiedersehen, Servus und Tschüss.